Morgen Leute, heute gibt es im Kochstudio Pizza Kai, eine Pizza aus Eiern. Ich lasse mich mal überraschen. Ich glaube, das ist eine von Kais Eigenkreationen. Kai, war nie Kund am Pizza Kai, also machst eine Pizza aus Eiern. Kunzeierei. Ja, sei Kai. Kai, ne? Makiatät, ne? Makiatät. Tomate. Kohl. Und eine Zwiebel. Alright. Was? Kai, Kai. Und das ist gehacktes aus Hühnerfleisch. Das Beutelchen da. Der Topf bleibt auch nicht mal von alleine stehen. Und da mal ein Kap Tralaviti Tralavati Koi. Also die Tomate wurde gewürfelt. Da kommen die drei Eier an. Sieht eher aus wie ein Omelett. Aber warten wir mal ab. Zwiebel wird verkleinert. Und heute ist wieder das große Messer im Einsatz. Ein klein wenig geschickter als ich, Kai, mit dem großen Messer. Der halbierte Kohlkopf ist an der Reihe. Komm, mein Gott, ich soll das alles aufnehmen, wenn sie da schnipselt. Drei Eier. Sam Kai Kai. Ja. Alle sind Stöpfchen. Mal sehen, was er da wieder rausholt jetzt. Kleine Gewürze. Fischsoße. Unser Maggi-Ersatz. Salz. Döndi. Fischsoße, Namanhoi. Wo ist das? Nicht viel. Unser Maggi. Und Salz. Das Ganze wird vermengt. Keine Ahnung, ob man das essen kann, Kai. Und jetzt kommt das Hühnergehacktes dazu. Ich lasse mich überraschen, Leute. Das Hühnergehackt ist. Also nicht aus Schweinefleisch gemacht. Kann man so fertig kaufen, jedenfalls in der Makro. Wieder wird das Ganze ordentlich vermengt. Sie meinen, es wäre genug. Nicht zu viel essen. Die anderen Zutaten kommen hinzu. Der Kohl, die Zwiebel, die Tomate. So, ich esse so also ein wenig von dem Gemüse mittlerweile. Schnitzel wäre mir lieber, Kai. Wann kommt am Schnitzel?
gerade mal gefragt, wann schon mal ein Schnitzel bekommen. Schau mal, gibt das mit dem Schnitzel so schnell nichts mehr. Ja, keine Ahnung, Kai, ob das. Tja, schauen wir mal. Ich soll den Kühlschrank bringen. Und wieder unterwegs in den überfüllten Kühlschrank. Macht euch selber ein Bild, Leute. Schnell zurück an den Ort des Geschehens. Sie verwendet wieder älteres Öl. Dabei wurde gestern eine neue Flasche gekauft. Das Öl wird jetzt aufgeheizt. Langsam und kühles Herz bewahren. Dann klappt das auch mit dem Essen. Zack, zack, mein Dankor. Pomo Leo. Das Ganze wird nochmal vermengt. Und ich sollte euch das hier zeigen. Sieht aus wie Chili. No Chili. Oh, in Ulüm. Ja, wie immer weiß ich mal wieder nichts. Und das Ganze kommt ins Fännchen. Ich bin da eher etwas skeptisch heute. Ja, Pfannkuchen oder so. Ja, jetzt müssen wir warten, Karl. Das ist schon klar. Ich hoffe, ich verpasse nichts. Ich muss sogar die Batterie wechseln. Ist noch immer nicht gar oder noch immer nicht gut. Die Köchin scheint selber etwas skeptisch zu sein heute. Und das bröselt weiter vor sich hin. Normalerweise hätte da Mehl reingehört, mein Koi. Deswegen wurde das nicht richtig fest. 2 Minuten später. Subleo? Ja, zufrieden ist er noch mal nicht. Ist noch nicht gar irgendwie. Sei mal da. Der Teller ist zu klein, um das zu stürzen. Jetzt muss der Wok herhalten. Hat ja geklappt. Die Seite scheint ja in Ordnung zu sein. Mm.
Gut, Adi Ochkoi. Oh, auch clever. Jetzt brätst du das in den Bock weiter, anstatt das nochmal in die Falle zu stürzen. Und mal sein am Mann. Nein, Öl fügt sie wohl nicht mehr zu. Doch, ein wenig. Noch 2 Minuten, meint die Chefin. Die Pizza oder der Pfannkuchen ist jetzt so weit geschrumpft, die passt jetzt problemlos auf den Teller. Sei dein das Ganze nochmal bei größerer Flamme. Ja, Mian kann ich wieder hoch. Das Ganze kommt jetzt aufs Tellerchen. Und bleibt sogar ziemlich erhalten. Solltet ihr das etwas eigenwillige Rezept nachköcheln wollen, vergesst bitte nicht, etwas Mehl beizufügen. Dann bekommt das Ganze eine etwas festere Konsistenz. Der große Augenblick ist gekommen, wir teilen brüderlich. Ich lasse mich überraschen. Deine Hälfte wird größer, Kai? Komm, komm mit dir auch. Nein, ich bin weg, nicht? Ich bin weg, komm. Ja, komm, komm, leg, leg. Ah, was da, auf bei. Ja. Schmeckt nicht schlecht, muss ich sagen, aber hat nun mal sehr wenig mit Pizza zu tun. Ist ein Omelette. Omelette, meine Pizza. Pizza Kai. Pizza Kai. Ja, okay. Ja, Leute, es ist also, für mich ist es keine Pizza, ist ein Omelette. Schmeckt nicht übel, muss ich sagen. Kann man essen, ist gut. Und falls euch mein Video oder unser Video gefallen hat, abonniert bitte meinen Kanal. Bewertet es positiv, bleibt mir alle miteinander gesund, haltet die Ohren steif und lasst es euch gut gehen.